Yo Leute, was geht ab? Michi Magic am Start, Leute. Und heute zeige ich euch einen kleinen simplen Kartentrick. Erstmal die Performance und dann zeige ich euch, wie er funktioniert. Und fangen wir mit der Performance an. Und ja, bevor ich die Musik reinmache, merkt euch diese Dame. Merkt euch das Zeichen der Dame. Dieses Zeichen müsst ihr euch ganz gut merken, weil wir jetzt drei von diesen Damen gleich haben werden. Merkt euch jetzt dieses Zeichen. Wenn ihr das Zeichen so nicht merken könnt, pausiert das Video und merkt euch dieses Zeichen. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt das Zeichen gemerkt. Und jetzt geht's auch los. Erstmal Musik reinmache. Jetzt zeige ich euch, wie dieser Kartentrick funktioniert. Und zwar bin ich am Anfang zu euch hingegangen und habe gesagt, ich habe in meiner Hand eine Dame. Und habe gesagt, merkt euch diese Dame ganz gut. Dann habe ich kurz Musik reingemacht, braucht man jetzt nicht. Dann habe ich Musik reingemacht und habe die Dame auf den Kartenstapel draufgelegt. Und wie ihr jetzt hier erkennen könnt, schaut mal. Das ist keine eine Dame, das sind nämlich drei Damen. Und zwar, was ihr jetzt braucht, mein kleiner gefiederter Freund schreit da rum, weil er denkt, er wäre alleine. Ich mach kurz ein Cut. So Leute, ich hätte denen jetzt Essen gegeben, ich hoffe, der schreit jetzt nicht so rum. Und wie gesagt, ihr nehmt jetzt, ein Kartenspiel. Wenn ihr das Kartenspiel habt, dann nehmt ihr drei Damen zur Hand. Drei. Dann sucht ihr euch eine aus, legt die ganz nach vorne hin und sagt dem Zuschauer, schau mal, ich habe hier eine Dame, merkt die dir ganz gut. Dann merkt sich der Zuschauer bestimmt diese Dame ganz gut. Wie gesagt habt, dann nimmt ihr das Kartenspiel, ganz normales Kartenspiel, legt diese drei Damen, aber ich sage dem Zuschauer, es ist nur eine, da drauf. Dann tut ihr so, als wäre das die erste Dame, also würde es wirklich die Dame sein, und legt sie hier dazwischen. So. Dann nimmt ihr die zweite Dame legt sie hier dazwischen. Und dann sagt ihr zum Zuschauer, schau mal, ich habe jetzt hier zwei Karten dazwischen gelegt. Die erste sollte ja die Dame sein. Und jetzt schau mal, jetzt schnipse ich einmal und deine Dame ist wieder hier oben. Und dann sagst du dem Zuschauer, aber was ist dann diese Karte? Dann nimmt ihr die erste Karte raus und sagt, ich glaube, das ist auch eine Dame. Und dann habt ihr wieder hier eine Dame. Und dann sagt ihr, ich glaube, das ist keine Dame, oder? Dann dreht ihr es um und dann ist es auch eine Dame, Leute. So funktioniert der ganze Trick. Und jetzt zeige ich euch den zweiten Trick. So, Leute, ich habe euch jetzt diesen einen Trick gezeigt und das war's. Und ja, wenn ihr mehrere Tricks sehen wollt in einem Video, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, ich werde jetzt einfach pro Tag einen Trick auf YouTube hochladen. Und ja. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao.